Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Daniel von der Dork University und in diesem Video geht es um das Thema Nummer 1, nämlich um die Leinführigkeit. Ihr bekommt von mir 3 Tipps für eine bessere Leinführigkeit und dazu hole ich jetzt erstmal einen Hund. So, ich habe jetzt hier den Django abgeholt. Django ist ein wunderschöner Kerl, übrigens eine sehr interessante Mischung. Django ist ein gut einjähriger Dobermann, Schäferhund und Podenco ist da drin. Ja, der Django ist auch gut dafür da, mal ein bisschen an der Leine zu ziehen oder in irgendeine Richtung zu springen, wenn man mit ihm geht. Orientiert sich also noch nicht so wirklich am Menschen. Und da zeige ich euch jetzt mal, was man da machen kann. Mein Tipp Nummer 1 ist ein relativ einfacher Tipp mit einer sehr großen Wirkung, nämlich nicht am Hund orientieren. Das ist der Klassiker, der immer wieder passiert. Also wenn der Hund schnüffelt irgendwo oder der Hund zieht in eine Richtung, es kann ein anderer Hund sein oder irgendetwas anderes, so wie jetzt hier beispielsweise, er zieht nach hinten. Wenn ich jetzt hier mitgehe, dann orientiere ich mich am Hund. Also er hat jetzt durch sein Ziehen Erfolg gehabt, weil er konnte mich ja mitreißen dahin, wo er hingehen möchte. Und das sieht man auch immer, wenn die Hunde irgendwo stehen bleiben oder schnuffeln, dass man wirklich auch, dass die Besitzer stehen bleiben und dann auf den Hund gucken, eben immer in diese Richtung. Und damit schaffe ich permanent eine Orientierung vom Menschen am Hund. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte eine Orientierung vom Hund am Menschen. Worauf ich da achten sollte, ist, dass wenn der Hund hinter mir bremst und schnüffelt oder macht irgendetwas, lasse ich mich nicht ausbremsen. Das heißt, ich gehe weiter. Ich drehe mich auch nicht um, ich mache gar nichts, ich gucke nach vorne und gehe einfach weiter. Wenn der Hund mich überholt, dazu kommen wir gleich nochmal bei einem weiteren Tipp, würde ich ihn nicht vorbeilassen. Und letztendlich geht es eben darum, selber als Mensch sein Ziel im Visier zu haben und das auch im Auge zu behalten, von der Körpersprache gerade zu sein, irgendwo hinzugucken, wo man auch hingehen möchte und nicht permanent dem Hund hinterhergehen und sich zum Hund drehen und am Hund orientieren. Hunde nehmen das sehr, sehr gut wahr und ich glaube, wenn man das beachten würde, würde sich allein dadurch die Leinführigkeit schon wesentlich verbessern. Mein Tipp Nummer 2 für eine gute Leinführigkeit sind Richtungswechsel und auch die Orientierung am Menschen. Da gibt es eine ganze Menge Übungen, wie man das herstellen kann. Und eine dieser Übungen zeige ich euch jetzt mal. Orientierung am Menschen heißt, das ist mir jetzt auch ganz wichtig, nicht Futter vor die Nase halten. Das kann ich machen mit Hunden, die es überhaupt nicht können oder mit Welpen, damit sie überhaupt mal lernen, wo sie laufen sollen. Wenn ein Hund neben mir läuft und er guckt mich an und er zeigt gutes Verhalten, natürlich darf ich dann mal loben, verbal, oder ich kann ihn auch mal streicheln oder ich darf ihm auch mal ein Leckerchen geben. Das ist gar kein Problem. Wichtig ist immer, dass der Hund intrinsisch motiviert ist. Das heißt, dass er dieses Verhalten von sich aus zeigt. Wenn ich ein Leckerchen nehme und halte das so vor die Nase des Hundes und er rennt nur dem Leckerchen hinterher, dann habe ich keine Orientierung am Menschen, dann habe ich eine Orientierung am Leckerchen. Und der Hund läuft einfach nur wie so ein Döspaddel dem Reiz hinterher. Und das wollen wir natürlich nicht. Wie ich Orientierung sehr gut üben kann, ist, indem ich die Richtung wechsle, sehr, sehr häufig und sehr, sehr schnell. Dazu mache ich die Leine jetzt erstmal relativ lang. Ich gehe los, ich gucke nach vorne und wenn der Hund mich überholt, beziehungsweise bevor er mich überholt, drehe ich mich eben um, sodass er meine Bewegung eben auch sieht. Also körpersprachlich mache ich das Ganze überdeutlich. Und gehe dann einfach auch links und rechts mal in ihn rein, so dass er, beziehungsweise vor ihn rein, so dass er sich an mir lernt zu orientieren. Nachher kann ich die Leine kürzer machen, aber wir fangen jetzt einfach mal so an und schauen, wie der Django das Ganze macht. So, jetzt habe ich jetzt, bevor er mich überholen konnte, haben wir uns gedreht. Ich kann auch einfach ein bisschen schneller sein.
kann sagen, hey, wir gehen jetzt da lang, wir drehen uns jetzt in diese Richtung um. Ich gehe dahin. Dabei versuche ich möglichst nicht auf den Hund zu gucken, das Tempo ein bisschen zu variieren, also mal schneller. Nach hinten lasse ich mich jetzt nicht ausbremsen, wenn er diese Idee hat. Und wichtig ist, dass meine Bewegung eben jetzt kommt, so dass der Hund das ja noch wahrnehmen kann, dass ich umdrehe. Wenn der Hund jetzt schon an mir vorbeigeschossen ist, dann hat er ja gar keine Chance mehr, nach hinten zu gucken. Das ist eben das Wichtige. So, da gehe ich jetzt weiter, da gucke ich nicht hin. Na, das ist halt eben auch so eine Sache, dass ich sage, nö, das machen wir so nicht. Auch hier wieder, wir gehen weiter, wir gehen sogar schneller weiter und dann gehen wir in diese Richtung. So, und jetzt habe ich zumindest einen Hund, der neben mir steht und schon mal ein klein wenig aufmerksamer ist vielleicht. Okay, da guckt er noch mal weg. Im Endeffekt mache ich dann die Leine auch ein Stückchen kürzer und wir machen das Ganze noch mal mit kürzerer Leine, kleineren Wechseln. Und wenn er da lang geht, gehe ich halt in ihn rein. Wenn er bremst, gehe ich weiter, mache ich gar nichts. So, wenn er so läuft, kann ich auch sagen, hey, klasse, das wieder nicht. So ist das klasse. Da kann ich loben, auch verbal, auch sozial. Okay. Das ist jetzt ein Teil dieser Übung gewesen. Damit lernt der Hund generell einfach mal euch zu folgen. Eine wirklich gute Leinführigkeit ist das ja auch noch nicht. Das ist jetzt so eine Übung zwar für die Orientierung, aber man hat natürlich gesehen, dass der Hund jetzt noch geschnüffelt hat und dass er mit dem Kopf noch woanders war, dass er also eigentlich nicht wirklich auf mich geachtet hat. Und das Ganze kriegen wir jetzt mit meinem nächsten Tipp noch mal ein bisschen besser in den Griff. Mit dem nicht am Hund orientieren und nicht nach hinten ausbremsen lassen, meine ich natürlich nicht, dass der Hund nie schnüffeln darf. Das bedeutet, ich gehe mit dem Hund von A nach B. Diesen Weg gehe ich wirklich und verlange vom Hund, dass er eben nicht mich ausbremst. Wenn er irgendwo angekommen ist, das kann der Park sein, das kann ein Wald sein, dann kann ich den Hund freilaufen lassen. Da darf er natürlich schnüffeln, da darf er Spaß haben, da darf er alles machen. Das ist damit nicht gemeint. Für die Leute, die jetzt wirklich in Städten wohnen und jetzt sagen, okay, ich habe aber nicht so viel Wälder, der Hund muss auf Toilette, der muss da sein Geschäft machen, die können es einfach so machen, dass sie zwei unterschiedliche Leinen nehmen oder quasi eine Leine, die man umknüpfen kann. Man nimmt eine kurze Leine, die reicht bis hier. Das bedeutet, der Hund soll sich an euch orientieren und dann auch eben vernünftig an der Leine laufen. Dann kann ich das umklipsen und sage, jetzt kriegt der Hund nochmal 2 Meter mehr Leine und dann ist Freizeit, dann darf er schnüffeln und darf sein Geschäft erledigen, alles, was er halt möchte. Tipp Nummer 3 ist vielleicht der einfachste, aber auch effektivste Tipp zur Leinführigkeit, nämlich den Hund einfach nicht mehr vorlaufen zu lassen. Ich finde, jeder sollte mal definieren, was Leinführigkeit überhaupt bedeutet, weil wenn man die Frage stellt, dann wissen viele Leute einfach nicht, was möchte ich denn genau. Oft heißt es, der Hund soll nur nicht ziehen. Wenn der Hund aber vor mir läuft und die Leine dann eben locker durchhängt, das ist sehr, sehr schwer, weil der Hund orientiert sich nicht am Menschen. Er kann ja auch gar nicht nach hinten gucken. Er weiß also gar nicht, wann ist die Leine zu Ende. Am allerschlimmsten sind diese Flex-Leinen, da gehe ich gar nicht jetzt drauf ein. Da kann der Hund gar keine Leinführigkeit lernen, weil er weiß ja nie, wann die Leine zu Ende ist. Es kann mal 1 Meter sein, es können 3 Meter sein, es können auch mal 5 Meter sein. Der Hund kann sich immer frei bewegen, also da lernt ein Hund sicherlich auch keine Leinführigkeit. Und was ich einfach, also für mich ist Leinführigkeit so definiert, dass der Hund einfach nicht vor mir läuft. Und wenn er nicht vor mir läuft, dann kann er auch nicht ziehen. Das ist eine ganz einfache Sache. Da rede ich jetzt nicht über 5 cm oder 10 cm. Also wenn er neben mir läuft und der Kopf oder irgendwas ist ein Stückchen vor, das ist gar kein Problem. Aber er soll halt eben nicht generell mit seinem ganzen Körper vor mir laufen. Da gibt es 2 effektive Möglichkeiten, das zu erreichen. Einmal, ich halte den Hund immer auf. Wir laufen, zeige ich euch jetzt mal. Also ich nehme den Django jetzt einfach mit und immer wenn er an mir vorbei will, greife ich hier in die Leine und jetzt könnte ich irgendwas verlangen, jetzt könnte ich sagen, Sitz, Django, Sitz, so, jetzt wird die Leine auch wieder locker, ist gar keine Spannung drauf, wir gehen weiter, wenn er mich überholen will,
greife ich hier rein, halte ihn auf. Jetzt könnte ich noch einen Sitz verlangen. Django, Sitz. Django, Sitz. Super, Leine ist wieder locker. Wir gehen weiter. Und hier wird wieder reingegriffen, sodass der Hund gar nicht dazu kommt, mich zu überholen. Eine weitere Möglichkeit, diese Regel einzuhalten oder diese Regel zu etablieren, dass der Hund nicht an einem vorbei nach vorne laufen soll, ist körpersprachlich mit dem Hund zu arbeiten. Das ist wirklich eine ganz, ganz unmissverständliche Geste, die ich da machen kann und die eignet sich gerade für die Hunde, die es wirklich nicht verstehen, gerade junge Draufgängerhunde, die immer wieder an einem vorbeizischen und es scheinbar nicht lernen möchten. Da kann ich es auch so machen. Da reagieren die Hunde sicherlich drauf. Um das zu üben, auch gerade wie man letztendlich, in welcher Dosis man das Ganze macht, nimmt man die Leine etwas länger. Ich lege ihm jetzt ein Leckerchen hier hin, was er fressen darf. Um das Ganze körpersprachlich zu üben, habe ich also eine lange Leine. Ich lege jetzt hier was hin, der Hund darf das essen, jetzt gehe ich vor. Und wenn der Hund gleich hinter mir herkommt, drehe ich mich in ihn rein, bremse ihn. Jetzt setzt er sich vor mich und jetzt lade ich ihn wieder ein, mitzukommen. Ich lasse ihn also nicht ganz rankommen. Und drehe mich aber einfach nochmal hier rein und sage ihm so, stopp, ne? Ich möchte nicht, dass du vorbeigehst. Weiter, jetzt lade ich ihn ein. Ne? Jetzt habe ich einen Hund, der wesentlich aufmerksamer ist, der mich anguckt. Er läuft jetzt ganz hinter mir. Da guckt er mich an. Klasse, gut machst du das. Super toller Hund. Ganz klasse, der Django. Und jetzt habe ich nämlich auch den Blick vom Hund. Also jetzt ist der Hund tatsächlich bei mir. Und wenn er das macht, da kann er natürlich auch ein Leckerchen für kriegen. Jetzt kriegt er mal ein Leckerchen von mir. Ja, das ist jetzt intrinsisch motiviert, was der Hund macht. Ich kann sagen, klasse. Das reicht. Jetzt habe ich einen Hund, der mich anguckt, der neben mir läuft. Super, jetzt kann ich ihn auch loben. Klasse machst du das, Django. Super, klasse. Und jetzt brauche ich hier eigentlich, wenn ich einen Hund habe, kann ich die Leine so nehmen. Ich habe die jetzt hier in der Hand, brauche die aber eigentlich gar nicht großartig festhalten und habe einen Hund, der bei mir ist, guckt mich an. Super, klasse. In der körpersprachlichen Übung geht es darum, natürlich dem Hund zu blocken beziehungsweise körpersprachlich eben die Grenze aufzuzeigen. Da solltet ihr sehr, sehr sensibel mit umgehen, weil jeder Hund ist anders. Der typische Labrador, da muss ich mich vielleicht ein bisschen stärker reindrehen, ein bisschen mehr nach vorne lehnen. Der braucht das und dann gibt es auch Hunde, die sind sensibel. Da darf ich das auf keinen Fall in dieser Intensität machen. Da muss ich wirklich mich viel, viel langsamer bewegen, viel mehr Druck rausnehmen, weil wenn ich das Ganze zu stark mache, dann habe ich natürlich einen Hund, der irgendwo dann gehemmt ist und hinter mir läuft und sich nicht mehr rantraut. Sowas möchte ich ja gar nicht haben. Also da sehr vorsichtig sein und immer abgestimmt auf den Hund machen. Letztendlich lernen die Hunde das auch, die sind vielleicht am Anfang ein bisschen irritiert, aber sind sehr schnell dann eben da, gerade wenn man auch lobt und wenn man dann an der richtigen Position sagt, hey toll, klasse, machst du das, dann wird das sehr gut verstanden. Ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Üben und denke, dass das relativ schnell klappen sollte mit der Leinenführigkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn nur dann werdet ihr auch darüber benachrichtigt, wenn neue Videos von uns erscheinen. Bis bald, euer Daniel.